Wo wollen wir denn das Schmuckstück denn aufstellen? Hier hinten macht sich das, glaube ich, ganz gut mit unserem anderen Outside-Kram. Sicherlich gibt es das auch wieder bei Sonstiges, ja? Vielleicht? Nein? Oh, habe ich vielleicht die Ressourcen nicht? Das wäre sehr, sehr traurig. Oh, was es hier für coole Sachen gibt. Ja, das wird schon eine ganz nice Geschichte hier. Ich wollte in den Ruhestand. Stattdessen gab es Krieg. Nee, gibt's nicht. Schade, Unterkünfte? Auch nicht. Tische, Händler, Regale, Bodendekor. Vielleicht hier? Aber Bodendekor? Das ist doch kein Bodendekor. Das ist ein komplett übergreifendes Overhaul für jedes Camp. Ein Muss für jeden Ödländer, der eine Faszination für das weiße Kalt hat. Ach, hier bei Geräte, alles klar. Es braucht Strom. Ich glaube, wir haben hier Strom, ne? Oh, das ist aber ein ganz schöner Kavenz, Mann, ne? Stellen wir direkt daneben. Bei Musikinstrumente, ne? Ja. Doch, genau. Hier passt es ganz gut hin, finde ich. Und flop! Nice! Mach sie an, die Kiste! Oder muss ich es direkt mit Strom verbinden? Aktivieren. Robco Schneemaschine. Nee, ich glaube, es muss separat mit Strom verbunden werden. So gut. Das wird so gut. Yay! Oh, warte mal, wir können den Strahl einstellen. Wäre das nicht viel cooler, wenn es dann hier vorne stehen würde? Und dann auf den Schnee, auf den Weg haut? Und wenn man dann hier so vorbeiläuft, hat man dann noch so einen Schneestrahl. Oder einfach mal hier rüber zum Bahnhof. Oh, warte mal, stopp. Nee, da hinten kommt das dann nicht so richtig zur Geltung. Oh, jetzt schneit das hier die ganze Zeit. Kann ich auch die Bodentextur vielleicht in Schnee verwandeln? Nee, wir müssen erstmal den optimalen Aufstellungsort finden. So gut. Das wird so klasse. Wir müssen diesen Strahl hier, diesen Schneestrahl optimal einsetzen. Damit das ein Eyecatcher wird. Für den Laden auch. Also entweder hier vorne direkt auf dem Weg oder einmal drüber. Ja, ich glaube, drüber ist lustiger. Komm mal her. Wir nehmen dich mit nach oben und gucken erstmal, wie du oben auf dem Dach wirkst. Hier vielleicht, hier hinter. Na? Schade, hier aufs Dach geht nicht, ne? Also halb. Eine Sekunde bitte. Sollten wir dein Kabel vielleicht kurz abmachen? Nee, stopp. Können wir noch entfernen, ne? Genau, einmal bitte. Nur das Kabel verwehrt, nicht die ganze Tankstelle. Verschrotten? Ja, ist doch jetzt nur das Kabel, ne? Toi, toi, toi. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Dann weine ich. Oh, Glück gehabt. Alles klar. Nochmal bitte. Jetzt hier. Klappe die erste, der Schneestrahl. Hinter den Spritpreisen rüber zum Bahnhof. Haben wir oben Saft? Doch, haben wir, ne? Tatsächlich, hier, guck doch mal. Leo, mach doch mal die Augen auf, Leo. Perfekt, einmal hier. Und hier. Schneit das dann auch bei mir vorm Eingang? Ich glaube, das hätte bei mir Priorität. Ich muss mal gucken, kann ich hier das Ding vielleicht noch programmieren? Nee, kann ich nur aktivieren? Ach, schade. Ich dachte wirklich, das würde den kompletten Boden so einschneiden lassen, wie halt die Schneemod bei Fallout 4. Das ist aber nicht der Fall. Aber trotzdem ist es sehr cool. Dann muss es natürlich vom Laden schneien. Auf jeden Fall hundertprozentig. Schneit es jetzt gerade vor dem Laden? Definitiv muss es... Ah, da ist ein Dach, ein Vordach. Dann sind wir hier gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Oder auch nicht. Kommt das hier zur Geltung, wenn es hier schneit? Oder doch lieber hier rüber und dann aufs freie Feld. Hier ist ja wenig Fallfläche, sagen wir mal so, ne? Aber die Eiszapfen hier vorne, die leuchten, genau die hier, die passen ja thematisch schon so zum Schnee. Wenn wir von weit her kommen, wenn wir hier den Standard-Schnellreisepunkt für... Richtig, für Charleston nehmen, sieht das so aus. Das ist ein bisschen... Naja... Physikalisch fragwürdig. Nee. Nicht in die Richtung. Das geht nicht. Das bringt wenig. Das muss woanders hin zeigen. Vielleicht mal in die andere Richtung zeigen lassen. Nur mal so, just for fun. Einmal umdrehen, bitte. Ah, nicht runterfallen. Bitte, stopp, pass auf. Fall nicht.
Wow, das war knapp. Sehr knapp. Zu knapp für meinen Geschmack. Jetzt zeigt es direkt ins Camp. Jetzt schneidet es über den Treppen. Das macht auch wenig Sinn. Vielleicht vom Dach runter, dann hierhin. Oder über das Feld. Das soll man ja auch irgendwo sehen können, also den fallenden Schnee. Das ist das Einzige, was diese Schneemaschine bringt. Fallenden Schnee. Aber es soll uns auch nicht behindern, hier im Camp rumzulaufen. Come on. Hier vielleicht. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, wenn wir das jetzt hier über unseren Außenbereich schneiden lassen, oder? Hier über unseren Willkommenseingang. Dann würde der Baum zugeschneit werden, der Eingang zum Untergrund-Shelter. Und wir hätten halt quasi auch die Eingangsschneise zum Laden hätten wir zugeschneit. Aber es schneit wirklich nur auch im Baubereich von unserem Camp, ne? Oh, schade, ich dachte, der würde da eine Ausnahme. Macht er eine Ausnahme? Oder hat das auch eine Höhenbegrenzung, wie weit der Schnee fällt? Ich glaube, ja. Oder? Das benötigt noch weitere Experimente, stelle ich gerade fest. Es schneit auch ein bisschen außerhalb von unserem Baubereich. Also so würde das Ganze hier aus der Standard-Schnellreiseposition von Charleston aussehen. Aber der Schnee, der runterfällt, ist ein bisschen dünn hier unten schon. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen höhenbegrenzt. Ich stelle es mal kurz auf den Boden und lasse es so halbwegs durch. Na, hier durch. Durchblasen geht das? Kriegen wir das hin? Warum geht denn das nicht? Angebrachtes Kabel ist falsch. Naja, dann muss es abreißen, Junge. Muss es abreißen. Hier, das ist es, ne? Vorsichtig. R, Leertaste. Flop! Jetzt so runter, dankeschön. Also entweder lasse ich dann den Bereich vollschneiden, ein bisschen mit den Schienen, oder dann den hier komplett. Dann hat es am meisten Sinn. Ja gut, jetzt verstehe ich auch, wie das gemeint ist, dass es im Camp-Shelter schneit. Aber ob das so eine gute Idee ist? Gucken wir doch mal nach. So, einmal hier hin und wo ist das nächste Verbindungskabel? Das hier, ne? Ja, ich glaube schon. Wobei, von hier würde auch gehen. Machen wir aber nicht. Wir splitten lieber das Kabel. Wie mit so einem richtig schönen HDMI-Splitter. Einmal von da bitte nach da. Au. Oh. Das ist jetzt so ein hohes Kabel, ne? Wie sieht das jetzt hier aus? Von hier vielleicht? Oder wir müssen noch so ein Untergrundpanel anbringen. Aber ich gucke erstmal, bevor ich jetzt hier rumantiere. Aber der Schnee kommt hier nur moderat durch. Ist nicht viel Schnee, der da rauskommt. Ist wirklich nicht viel Schnee. Aber das ist jetzt schon schon nicht verkehrt, ne? So ein bisschen bläst er ja auch durch. Ein Stückchen weiter nach vorne vielleicht. Leo und der Schnee. Oder dann hier vielleicht. So, wie sieht das aus? Oh, hier fällt der Schnee jetzt ein bisschen dicker. Auch direkt auf die Schienen. Jetzt sieht man die Lampe ein bisschen weniger. Ich weiß, ich habe mich da mal ganz eigen, aber... ich muss mal gucken, wie das aussieht, wenn es dunkel ist. Ansonsten drehe ich das Teil einfach mal um. Und dann lasse ich das hier beschneiden. Dann ist auch cool. Aber so haben wir ein schönes Konstrukt, muss ich sagen. Ja, wir lassen es erstmal so. Ist in Ordnung. Ich habe Durst. Und zwar jede Menge Durst. Weniger Hunger. Wir hauen uns erstmal hier schön ein bisschen aufbereitetes Wasser rein. Lecker, lecker, lecker. Und jetzt noch Maissuppe hinterher. Denn die vergammelt sonst. Oh, wir haben noch zwei über. Das ist ja perfekt, Mann. Und hier ist der Perfect Bubblegum. Nicht ganz übersetzt. 60 Minuten lang. Kein Hunger und kein Durst. Ja. Warum nicht, ne? Warum nicht? Was ist mit dem Turbo-Dünger? Wo hat der sich gesammelt? Hier, ne? Bestimmt bei Diverses. T-t-t-t-t-to. T-t-t-t-t-t-Turbo-Dünger.
Nein, hier nicht. Wo ist denn bitte der Turbodünger? Ist der auch... Wo ist der Turbodünger bei Schrott? Keine Ahnung, wo der ist. Bei Muni? Oder bin ich hier schon vorbei? Ich sortiere mal kurz nach Gewicht. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Nach oben bitte. Denn das war ja nicht wirklich leicht, ne? Turbodünger, keine Ahnung. Wo der jetzt sich versteckt hat. Der verfluchte Turbodünger. Wir werden ihn schon finden, früher oder später. Was wollten wir machen? Genau, wir wollten Muni herstellen. Und zwar Kloppi-Munition und 308er. 5 mm haben wir vielleicht noch ein bisschen da. 2000 Schuss. Die sind auch schnell verschossen, aber jetzt sind wir sowieso gerade nicht aktiv am Kämpfen mit Rumsbums. Deswegen... Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal auf 308er. Und 556er. Wir müssen wahrscheinlich auch erstmal das Blei einschmelzen. Stimmt, da war ja was. Schrott verwerten, wenn wir schon mal dabei sind. Haben wir noch irgendwelche Waffen aus Versehen aufgenommen, die wir verwerten müssen? Nein, haben wir nicht. Wir wollen nur einschmelzen. Und zwar Blei. Blei, Blei, Blei. Schmelzen. Oh nein, wir haben keine Säure. Ich würde wahnsinnig. Ich liebe dieses Spiel. Ganz ehrlich. Vom Hundertstel zum Tausendstel. Und dann warten da auch noch die Story-Inhalte. Ich würde mich ja riesig freuen, wenn unser lokaler Händler hier vielleicht eine große Menge Säure für mich hätte. Ich guck mal erst, bevor ich hier irgendwelche Anstalten mache, mein Loadout zu wechseln oder irgendwelche Drogen oder so zu... Oh mein Gott, wir haben so ein Glück! Todd Howard! Todd Howard, wie konntest du nur? Das ist so großartig von dir. Woher wusstest du? Weg damit. Das stinkt, das verdorbene Fleisch. Gammelfleischskandal. Loadout-Wechsel, zack. Verkaufsklamotte. Das macht total Sinn. Hi, hi, hi. So, wir wollen, mein Freund, wir wollen Schrott kaufen. Was hast du denn alles? Oh, ich hätte sogar Stahlschrott da. Falls das jetzt gerade zu wenig am Start ist. Aber erstmal die komplette Säure hier einkaufen. Jawohl, danke schön. Eine coole Sache von dir. Du hast echt guten Kram aktuell hier. Ich glaube, Alu brauche ich auch noch. Da muss ich zuschlagen. Aber erstmal gucken. Wir verbraten erstmal alles, was wir an Ressourcen haben. Und dann gucken wir weiter, ob wir nicht schon genug Munition hergestellt haben. Wir könnten auch ein paar Karten zerlegen, aber an die 50 kommen wir gerade gar nicht ran, um Munitionsfabrik um ein Sternchen weiter zu bereichern. Hier, herstellen. Los geht's. Wir brauchen Bleischrott. Genau. 5-mal pro Einheit. Okay, das zum Thema Blei. Loadout ist richtig. Wir wollen herstellen, und zwar Muni. Im Wechsel 308er und 556er. Da kann man nie genug haben. Wobei, wir könnten fast schon zweimal 308er und dann einmal 556er herstellen, weil die verschießt sich so, so schnell mit LM Boom. Ach Mensch, LM Boom. Und dann noch Explosion. Das ist so glorreich. Macht so einen Spaß. Ist fast wie Cheaten. So, einmal, zweimal, 556er. Einmal, zwei, jetzt zweimal, 556er. Einmal, zweimal, 556er. Einmal, zweimal, 556er. Und jetzt ist der Stahl alle. Wir gucken mal ganz kurz, ich muss kurz warten. Irgendwie dauert das mit der Munitionsfabrik hin und wieder ein bisschen länger. Warum auch immer, I don't know. Aber jetzt dürfte alles nachgerückt sein. Wir haben jetzt für Kloppi 300 Schuss, das ist nicht viel. Und hier 824 Schuss für LM Boom. Ich kaufe den Stahl. Digga, ich brauche den Stahl. Bin ich noch besoffen? Eine Sekunde. Effekte. Nee, Traubenmantel wirkt noch. Sehr schön. Wir müssen noch ein Schlückchen trinken. Aber ich glaube, ich habe kein Bier oder so dabei. Bier her oder... Ja, vielleicht kaufen wir ihn vorher noch ein Bierchen ab. Wie wird das hier hingelegt? Total unimmersiv. Stinkiges Fleisch. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Mal gucken, vielleicht hat er ja ein bisschen Bierchen für uns. Mein Guter. Bier? Fragezeichen.
haben. Welches ist das billigere? Ne, die kosten beide 9 Kronkorken. Ist in Ordnung. Oh, ein Süßkuchen. Ja, doch. Bevor ich mir selber einen herstelle, vergehen wieder 100 Folgen. Deswegen kaufe ich mir einfach mal hier ein leckeres Süßküchlein. Halt, Possum, dankeschön. Schnell, solange die Drogen noch wirken, wir kaufen ein. Stahlschrott. Boom! Ja, Gepär, Mann. Gepär, was kostet die Welt? Und gleich verbraten in Munition. Herstellen! Ich hoffe, wir haben noch genug Blei. Werden wir gleich feststellen. Vielleicht fügen wir. Nee, jetzt. Machen wir mal ein bisschen Fokus auf 556er für Kloppy. Ja, genau. Zweimal Kloppy. Und einmal. Naja, doch. 308 haben. Zweimal Kloppy. Einmal Rumsbums. Zweimal Kloppy. Einmal Ellenboom. Zweimal Kloppy. Einmal Rumsbums. Und jetzt ist gut. Jetzt haben wir echt eine ganze Menge Munition hergestellt. Wir haben sogar noch ein bisschen Blei über. Kann ich vielleicht noch ein paar Großmengen herstellen, um die ganze Sache hier ein bisschen zu ordnen. Na klar können wir das. Plastik en masse. Yeah, yeah, yeah. Fein. Eine feine Sache. Ach komm. Machen wir auch noch eine Plastik-Großmenge. Hergestellt mit Plastik. Total sinnvoll. Gucken wir gleich mal nach, was wir von den Großmengen jetzt hier behalten wollen und was nicht. Der Schrott ist zerlegt, wir hauen die Großmengen rüber. Schrott, wovon haben wir denn zu viel? Ah, das passt hier alles gar nicht mehr rein. Na, dann müssen wir das per Hand abgleichen. Also Blei, Großmenge würde ich gerne behalten. Federn 3 ist nicht zu wenig, Dünger 2 ist in Ordnung, Beton 1 ist in Ordnung. Gummi 2 ist in Ordnung, die Gummis können wir verkaufen. Die Großmengen Gummi. Ich würde das Plastik, also die Großmengen Plastik würde ich gerne noch reinhauen. Kupfer ist gut, Plastik, Stoff 3 ist eine zu viel, meiner Meinung nach. Aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht nehmen wir irgendeine Waffe raus. Irgendeine legendäre Waffe, die jetzt total fehl am Platz ist, die wirklich nie einer kaufen würde. Wa? Kultistendolch, nachtaktiv, ist nur ein Gewicht. Warte mal, die Harpunkanone ist schwer, ne? Ja, die verkaufe ich gleich mal beim Händler. Schrott! Nochmal, klappe die zweite. Wir haben wieder Kapazitäten. Die Großmengen Plastik, die bleiben hier. Die braucht man immer für die Großmengen Säure. Genauso. Und das Blei auch. Kleber ist auch verdammt wichtig. Jupp. Haut soweit alles hin. Ist hier noch irgendwas Einzelnes irgendwie zu hoch sortiert? Nee, nicht wirklich. Oh, diese verdammten Kisten. Ich darf die nicht aufmachen. Wobei, dann könnten wir wieder Großmengen herstellen und dann wäre eigentlich alles auch geritzt. Ne? Die könnten wir dann hier verkaufen. Machen wir das doch gleich mal. Dann können wir noch ein paar Kronkorken verdienen. Wie viel hatte der noch? Waren das noch genug? Lohnt sich der Spaß hier? Wow, 1400. Wir haben offensichtlich heute noch nichts verkauft. Wie kann das sein? Ernsthaft? Okay, sehr schön. Dann mal her mit den Ressourcenpaketen. Guten Tag. Hallo. Willkommen in meinem Laden. So, bei Schrott war das, ne? Genau. Aber nicht, dass wir uns jetzt übernehmen und er uns die ganzen Großmengen da nicht abkaufen kann. Mal gucken. Vielleicht tue ich mir jetzt auch gerade keinen Gefallen, aber no risk, no fun. Zerlegen. Achso, das müssen wir wieder an der Bank machen. Vielleicht im Zerlege-Loadout, wobei das wird wahrscheinlich nicht mehr bringen. Cool wäre es ja. So, jupp. Dankeschön. Raus mit den Ressourcen. Und rein mit der ganzen Liebe, mit der verstrahlten Liebe für Appalachia. Plastik und so hatten wir noch. Haben wir jetzt auch gerade Neues bekommen? Dann wollen wir mal. Großmengen to the max. Yay. Oh, hallo. Das geht ja ab hier. Ich hoffe, ich habe genug Plastik. Ja, das wird schon. Da war Holz drin. In so einer Kiste. Nicht schlecht. Oh oh. Und viel, viel Leder. Wer packt da so viel Leder rein? Das musst du auch müffeln nach einer Zeit in so einer Kiste. Oder das Leder war separat nochmal eingeschweißt.
luftdicht. Nee, naja, in so einem luftleeren, luftdichten Behälter. In so einer Tüte, ne? In so einer Verschweißtüte, oder? Roboter, kannst du mir da genaueres erzählen?